Ja, hallo allerseits und willkommen zurück zu The Witcher 3. Und ich habe ja hier gestern erzählt, ja, mit diesen Erfolgen, die ich da während des Ladens des Speicherstands irgendwie bekommen habe. Ich habe mir gestern mal die Dinger angesehen und, genauer gesagt, gestern Nacht habe ich mir die Dinger angesehen und zwei Erfolge sagen mir irgendwie überhaupt gar nichts, beziehungsweise einer sagt mir nichts und der andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Sag mal, halt die Klappe, ich will ja gerade was erzählen. Das sieht doch keine Sau, was du da hinten laberst. Meine Güte, wo war ich stehen geblieben? Ah genau, ein Erfolg war irgendwie was mit einem Sarasti-Auftrag oder Sararasti? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Auftrag gewesen soll. Mir sagt nichts irgendwie in der Richtung. Keine Ahnung, was das sein soll. Sah aber auf jeden Fall so vom Icon irgendwie aus, dass es irgendwas mit einem Vampir zu tun hat. Naja, werde ich früher oder später bestimmt mal sehen, oder? Und der andere Erfolg, der absolut gar keinen Sinn machen kann, da er nämlich unmöglich eigentlich ist, war nämlich, dass ich das Spiel auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe beendet habe. Ja, ich frage mich, wie ich das hinbekommen haben soll, wenn ich das Spiel noch nicht mal ansatzweise durchgespielt habe. Aber offenbar kann ich Sachen, die anders nicht möglich sind, ne? Wenn nicht das erste Mal. Wozu hat er sie gebraucht? Keine Ahnung. Verfluchte Viecher. Was? Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Wer ist das? Kann man nicht erkennen. Wer ist dein Freund? Kera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte eigentlich nur meine Quests machen, deswegen bin ich halt hier. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Schade. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Nö, überhaupt nicht. Ist das erste Mal, dass ich einen Fluch breche. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Also wenn ich die Lampe wirklich gut gebrauchen kann. Warum habe ich sie mir nicht von Anfang an irgendwie geholt? Wehe, ich habe irgendwelche Sachen irgendwie verpeilt, die ich hätte machen können, wenn ich die Lampe hätte. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich habe mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken.
In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Super! Ich habe ein magisches Telefon! Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Schade, aber zum Glück gibt es ja heute Handys, ne? Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Jetzt weißt es. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Ja, ist schon gut. Aber warte ja nicht, dass dein Boot noch danach intakt ist. Jetzt kommst du schon wieder mit Questgegenständen an. Ist schon der dritte Mal. Minno. Achso, ich muss den bestimmt ja genau, warte mal hier, anlegen, ne? Brauche ich nicht mehr, ist schon angelegt. Super, toll, dass das mir einer sagt. Blöde Lampe. Wo ist denn das Boot? Aber warum wird nicht... Jetzt werde ich wieder zu dieser Yennefer-Quest. Wo ist denn das? Weit steht in den Sternen. Suche den Wahrgesager, ein Turm voller Ratten. Sag mal, wo ist denn der jetzt, die Quest? Hä? Was ist das denn jetzt? Wie jetzt, was? Das ist eine Quest, die ich jetzt irgendwie vorhin noch im Mittelhain abbekommen habe? Oder nee, wo war das jetzt? Keine Ahnung, irgendwo habe ich sie geholt. Aber wo ist denn jetzt die Quest? Die habe ich doch jetzt nicht unmöglich wirklich fertig gemacht, oder? Das war jetzt wirklich alles? Ich dachte, ich habe jetzt hier eine Quest und... Hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ach, naja, was soll's. Dann halt das hier als nächstes. Ach, Wegweiser. Wo ist denn die Wegweiser? Wo... Ich glaube, da hinten irgendwo. Irgendwo da hinten war, glaube ich, ein Wegweiser, ne? Ja, doch. Glaube ich. Hoffe ich. Schätze ich. Weiß ich. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ja, und du auch nicht, wenn ich es gemacht habe. Ist der Typ hier? Wo Wegweiser? Ja, der Typ, ne? Wegweiser, du bist ein Typ geworden. Du bist plötzlich menschlich. Warum ist das Haus hier so komisch weiß? Aber war hier nicht ein Wegweiser? Hallo? Wo ist der Wegweiser? Ja, der Wegweiser ist da. Der ist irgendwo da hinten. Ich Blindfisch. Wow, deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Glaub jetzt aber ja nicht, dass ich irgendwelche Mäuse fange. Es sei denn, die sind ungefähr 3 Meter groß. Dann vielleicht schon. Wo ist denn die Quest?
Quest, 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 Quest. Meine Güte, so viele Dinger zum Entdecken. Ich sollte das auch mal irgendwann mal machen. Ach, da unten muss ich hin. Ich meine, selbst wenn das nur Erfahrungspunkte gibt, es ist wenigstens etwas, weißt du? Oh. Platz da. Die Schwarzen haben Büsima eingenommen. Dann werden sie auch... Ich wollte schon gerade sagen, fehlt da ein Teil des Turms, aber da unten ist quasi noch was drin. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen, dass ich nichts an den Augen habe. Aber ich habe was an den Beinen. Ich habe dich erwartet. Komm her. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Mhm. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er betritt eine endlose Höhle. Er singt eine Hymne des Irrsinns und der Verzweiflung und beschwört, was nicht tot ist, weil es nicht sterben kann. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Warte mal, lass mich raten. Er will den Drachenwurz haben und das, was er gerade gesehen hat, ist das, was nachher noch passieren könnte, richtig? Ah, na super. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Ja. Oder habe ich nicht den Drachenwurz vielleicht sogar schon? Na, ich glaube nicht, oder? Na egal, ist ja nicht weit weg. Ach, jetzt, sag mal... Was war denn da gerade mit den Lappen passiert? Der hängt da irgendwie jetzt gerade auf 7:30, kann das sein? Eigenartige Stöffchen hier. Naja, egal. Ich muss zur Höhle. Ich muss zu einer Höhle. Ich muss eine Hymne des Irrsinns singen. Ich weiß nicht warum, aber ich mach's einfach mal. Weil ist spaßig und so. Und gelegentlich trifft man dabei auch andere Bekloppte. Schon wieder Ertrunkene? Die sind aber auch überall. Oh, oh. Kommt mir bekannt vor. War ich hier nicht schon mal? Ich glaube, ich war einmal in so einer ähnlichen Höhle. Kann das sein? Ah, ich weiß nicht mehr. Boah, die sind ja gar keine Herausforderung. Ist ja gar nichts. Du bist ja immer noch am Leben. Wieso lebst du denn immer noch? Ist da irgendwas in der Kiste drin? Nö. Ein Beilkopf? Aber das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Nee, nein, nö. Hier ist irgendwie gar nichts. Ah, da. Hallo? Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Nö. Er holt sich nur die nächste Dröhnung. 100 Pro. Oder er sieht plötzlich Sachen, die gar nicht da sind. Was war das denn? Habt ihr das gerade auch gehört? Vielleicht habe ich ja nur eine andere Waffe. Ich weiß es nicht, aber da war irgendwie so eine Art... Weiß ich nicht, Pochen? Ich weiß nicht so genau. Irgendwas war das gerade aber jedenfalls. Was ist denn das hier? Prinztrauben. Oder Pinztrauben? Irgendwas in Richtung war das. Ah, das mit dem Licht ist doch jetzt schon geil. Bist du hier, um dich an unserem Unglück zu weiden? Ja!
Mann, bleibt ihr toll. Ich hab hier, Mann, also das ist ja hier der reinste Witz und so und hast nicht gesehen und ich gehe wieder weg. Dankeschön, Drachentraube. Traube. Ja, ich bin zurück. Hier hast du eine komische Wurzel. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Was denn? Ziehst du dir einen Zahn? Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Hm? Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren. Aus dem häng ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Wie, schon fertig? Och, Menno. Na gut, dann die nächste Quest. Fliegende Fäuste? Nö. Ach, da ist die Quest ja. Menno, warum wurde mir nicht gleich gegeben? Was für ein Blödsinn. Da kriegt man eine Quest, die eigentlich dafür... Ne, kriegt man eine Folgequest, so rum. Und dann wird die einen noch nicht mal automatisch gegeben. Beziehungsweise als nächste Quest gegeben. Ach so, da hinten, okay. Ist ja schon praktisch in der Nähe ein Boot, ne? Schon cool. Wo war denn nochmal das Boot? Benutze Kiras Boot, um die Reuseninsel zu erreichen. Muss ich ausgerechnet ihr Boot benutzen? Ist doch eigentlich vollkommen Latte, oder? Wo ist denn das Boot gewesen? Ich war irgendwo in der Richtung. Jo, da. Ab zum Boot. Zu irgendeinem Boot. Ich hoffe mal, ich muss wirklich... Ach, wobei, das ist weiter weg. Plötze, wo bist du? Plötze, da. Ach ja, stimmt, jetzt fällt mir gerade übrigens... Ja. Jetzt fällt mir gerade wieder was ein. Hier, Dingsbums. Jetzt fällt es mir wieder nicht mal ein. Auf Steam gibt es ja offenbar jetzt wohl langsam hier so einen Mod-Support für hier Witcher 3, wenn ich mir jetzt nicht irre. Zumindest habe ich da irgendwas in die Richtung gelesen und ja, mal schauen, was da so für Mods kommen, ne? Weil es soll ja auch, gibt ja auch schon so irgendwelche Mods, aber ja, die meisten haben mich jetzt nicht irgendwie großartig interessiert, muss ich sagen. Weiß jetzt nicht, was dann vielleicht noch so kommen könnte, wenn da halt mehr Leute was machen, aber ja. Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Okay, warum bin ich immer noch nicht beim Boot? Sag mal, wie hab ich mich denn verfahren? Wo bin ich denn bitte? What the fuck? Sag mal, da sage ich einmal irgendwas komplett anderes und dann verfranze ich mich sowas von komplett. Wie habe ich das denn hinbekommen? So, geht doch. Tagchen. Wirf nicht so viel mit Dreck. Jetzt bin ich irgendwie halb im Boot. Ich bin halb Mensch, halb Boot. Auch sehr schön. Wo bist du? Halt die Klappe. Geh zurück in dein Wasser. Na, komm, gib dein Loot. Danke. Das ist jetzt übrigens... Ah, okay, das ist da vorne. Ich wollte gerade schon sagen, sehr schick gelöst. Plötze ist da vorne und gleichzeitig ist das Nutzen des Boots da vorne. Das ist jetzt blöd gewesen. Ich will mich doch wenden. Ich will wenden! Das dauert jetzt irgendwie ein bisschen.
Na, komm, komm. Ich glaube, bevor ich hier raus bin, habe ich das Schiff kaputt gemacht. Toller Rückwärtsgang. Na, komm, komm, komm. Na, geht doch. Und raus hier. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wirklich Kiras Boot benutzen. Das wäre nämlich jetzt ziemlich blöd. Hey, halt! Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Ja. Warte. Ja. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meine... Geralt? Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenogloss? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser magische... Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Kann ihr mal wer den Mund zukleben? Hallo? Jetzt kommt doch mal her. Na, geht doch. Wo hier? Muss ich da runter? Schnauze. Klappt zu. Den ganzen Blut lasse ich einfach mal liegen. Optional verwende die magische Lampe, um Geister zu finden. Was für Geister? Meinst du das da? Bist du ein Geist? Wenn du ein Geist warst, sag was. Nichts? Schade. Jetzt vielleicht? Nicht? Schade. Dann halt nicht. Ah, aber da vorne. So viele Ghoule schon wieder. Hier sind aber wirklich verdammt viele Monster, kann das sein? So, weg mit euch. Bist du ein Geist? Hallo? Nein, du bist einfach nur eine Wolke voll Insekten. Toll. Hauptsache, ich habe einen Wegweiser gefunden. Du bist auch kein Geist, du bist nur eine Insektenwolke. Ach, ich gehe einfach mal in den Turm rein. Hallo? Achso, was? Wie? Ja, muss ich echt extra dich da unten töten? Ja, oder auch nicht. Hallo? Oh, 4 Ratten. Toll. Ich sollte Keiras Lampe. Wo ist dieser Adelsfritze? Ich habe keine Ahnung, wen du meinst. Meinst du mich? Ich bin kein Adelsfritze. Wo ist dieser Adelsfritze? Keine Ahnung. Hier. Was? Was war? Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Wo ist dieser Adelsfritze? Wie benutze ich die komische Lampe? Hier. Sag mal, was ist denn los? Was willst du? Ist auch keine Sau. Hallo? Ja, schön. Ist doch toll, wenn die Lampen sich hier bewegen. Hat man wenigstens immer überall eine Beleuchtung. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen. Aber wie benutze ich jetzt die olle Lampe? Oder benutze ich die gerade automatisch? Also ich meine, an habe ich sie ja, ne? Ja nicht so, als hätte ich sie aus. Sonst wäre das hier nicht so grün. Ist hier unten irgendwas? Ah, da ist was. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. Warum denn? Ist doch schön. Jeder Biologe wäre froh. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Ich kann mit dem Typen nicht reden. Und der hört irgendwie auch immer jedes Mal auf zu reden. Wo
es dieser... Jetzt red doch mal zu Ende. Ist oben was? Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Habe ich jetzt das optionale Ziel erreicht? Was ist das denn? Die Bauern Wachen. Sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. So, wie weit hoch geht's denn noch? Hallo? Hi. Klebt mal irgendwer die ganzen Sachen hier mal fest. Die bewegen sich gerade irgendwie. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Tja, und da kann man mal wieder sehen. Bürsten sind tödlich. Denn wie man sehen kann, liegt da eine Bürste auf ihn. Und das war wohl der Tod für ihn. Ach, da war was. Oder? Nee, da war nichts. Hallo? Keiner da? Dann gehe ich wieder. Hi, wer bist du? Wer bist du? Nix? Sagst nix? Nee, kannst behalten. Ui, Goldsäcke. Die rollen schon zu mir. Die wissen, wo es gut ist. Warum sind hier Betten? Ich glaube, das ist die letzte Etage, oder? Hallo? Ja, da ist ein Bild umgefallen. War wahrscheinlich nicht gut befestigt. Hast du das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Brauchst nicht mehr sagen, ich habe einen Hebel gefunden. Der irgendwie nichts bewirkt hat. Ach, da ist noch ein Hebel. Wo ist denn hier noch ein Hebel? Hallo? Das hat jetzt irgendwie... Dann benutze ich halt den nochmal. Ah, da. Da oben ist auch noch was. Nee, da ist nur eine Wand. Das ist ein bisschen klar, dass man da nicht weiterkommt. Dankchen, was bist du denn für ein Geist? Du bist kein Geist? Du bist nur eine Klamotte? Okay. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Boah. Aber nur um sicher zu gehen. Du bist wirklich kein Geist, oder? Nein. Gut. Was ist denn da drin? Hm, naja, geht so. Was ist denn das hier? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Okay. Toll, da haben wir einen verrückten Wissenschaftler. Huch, was? Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn.
Dieses Land gehörte uns, soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie, wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte, wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Hat offenbar nicht viel gebracht, wie man sieht, ne? Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Alter. Krass. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Nun, ich brauche Infos. Theoretisch hat dieses Viech irgendwas damit zu tun, mit dem Fluch, oder? Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber... wer würde einen Geist lieben?
Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Irgendwas ist mit dir anders. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Na super, jetzt habe ich nicht tatsächlich wirklich irgendwie hier so ein Skelett von irgendjemandem in der Tasche. Ich hab einen Mensch in der Tasche. Ich frag mich, wo ich den bitte hier verstaut habe. Sag mal, was knarzt denn da hinten so rum? Das ist kein Geisterhaus mehr, das ist ein Haus, das schon halb lebend tut. Und wer hat denn hier die Wand so komisch tapeziert? Ist hier irgendwas? Hier ist irgendwie gar nichts, kann das sein? Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Ja. Eine sehr beschissene sogar. Aber das sind frische Leichen. Wie sind die da hingekommen? Warte mal, kann ich hier hoch? Ich will da hoch. Offenbar kann ich da nicht hoch. Hätte ja sein können, dass da oben irgendwas ist, aber naja, was soll's. Kann ich hier runter? Kann ich hier irgend... Oh, da ist eine Kiste. Toll. Hat sich ja gelohnt, die zu holen. Ist hier unten... Nein, ich sollte, glaube ich, nicht runterspringen, ne? Nein, da unten ist nämlich Erde. Es wäre kein so schöner Aufschlag da. Nee. Hexerflecken gehen so schlecht vom Boden raus. Ja. Naja, ich begebe mich dann mal zu diesem Graham, ne? Aber bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.